Was ist das Wort Zeugen? Muslime sind sehr, sehr pervers in ihrem Denken und denken wirklich, Gott, tut mir leid, Herr, die denken wirklich, Gott hätte Geschlechtsverkehr gehabt und somit ist ein Sohn entstanden. Denkt ihr wirklich so ekelhaft in eurem Gehirn? Der Sohn ist nicht geschaffen. Selbst die orthodoxe Lehre besagt, was ist denn das Glaubensbekenntnis der Orthodoxen? Wir glauben an einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus. Der Herr Jesus ist gezeugt, nicht geschaffen. Vom Vater ein Wesen, vom Vater hervorgegangen, eine Essenz mit dem Vater. Gezeugt, nicht geschaffen. Wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht. Das ist die Lehre Zeugen, nämlich der Sohn ist die zweite Hypostase, die zweite Person Jahwes, der Herr, großgeschrieben im Alten Testament. Jesus ist Jahwe, der Geist Gottes ist Jahwe. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott, eine Essenz. Und wir lesen hier, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was steht im Koran? Was steht im Koran? Sure. Er ist Allah, der Erhabene, der Eine. Er ist nicht gezeugt, er wurde nicht gezeugt und hat auch nicht gezeugt. Laut der Bibel ist das Blasphemie. Laut der Bibel ist Sure 112 Gotteslästerung. Warum? Weil Allah lästert gegen Ich bin eine Essenz mit Yeshua. Was bedeutet Yeshua, Jesus Christus? Yeshua bedeutet, Jahwe ist Rettung. Es ist laut der Bibel Blasphemie zu sagen, Gott hat keinen Sohn. Das ist Gotteslästerung laut der Bibel. Und darum, so unterscheidet man die Religion der Wahrheit von der Unwahrheit. Nämlich Jahwe zeigt sich als den Vater, den Sohn und den Geist. Allah sagt aber, er hat keinen Sohn und Allah ist auch nicht der Vater. Somit leugnet Allah, er ist weder der Vater, noch der Sohn, noch der Heilige Geist, noch bezeugt der Koran den Sohn Gottes, noch bezeugt er die Kreuzigung, noch bezeugt er die Auferstehung. Das bedeutet laut der Bibel, ist dieses Buch und die Aussagen des Korans und der Inhalt des Korans und der Gott des Korans laut der Bibel der Teufel. Das sind harte Worte. Warum sagst du sowas, Allah? Ich zeig's euch. Ich werde es euch zeigen. Dass laut der Bibel es Blasphemie ist, zu sagen, Gott hätte keinen Sohn. Und wir gehen auf das ein. So, wir lesen hier im Psalm 2, der Vater und der Sohn und der Vater spricht, du bist mein Sohn. Heute wir auf Psalm 45, 7 bis 9. Derselbe Vers im Neuen Testament, der hier geschrieben steht, 2000 bzw. 1500 Jahre vor Christus, nennt der Vater im Alten Testament den Sohn, im Alten Testament Gott. Den gleichen Vers gibt's in Hebräer 1, Vers 8. Lesen wir mal. Psalm 45, 7 bis 9. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzeslosigkeit. O Gott, dein Gott gesalbt. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt. Mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Wir sehen hier zweimal das Wort im Hebräischen bzw. Aramäischen Elohim bzw. Adonai. Adonai. Der Vater nennt den Sohn, in Hebräer 1, Vers 8, der Vater nennt den Sohn Gott. Und darum sagen auch die Orthodoxen, wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht. Zusammengefasst, Gott lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich, Vater, Sohn, Geist, der Vater und der Gesalbte, Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Psalm 2, Vers 7 und Psalm 45, 7 bis 9 im Alten Testament, der Vater nennt den Sohn Gott. Jetzt gehen wir auf Sprüche 8.
In Sprüche 8 ab Vers 22, sehr interessant. Wir lesen hier wieder von zwei Personen, vom Vater und vom Sohn im Alten Testament. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges. Liest ihr die zwei Personen heraus? Der Herr besaß mich. Hier spricht der Sohn Gottes spricht hier im Alten Testament. Bevor er auf die Erde gekommen ist, spricht der Sohn. Der Herr, der Vater, besaß mich am Anfang seines Weges, noch ehe er, der ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Der Sohn spricht, ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Der Sohn Gottes ist ewig eingesetzt vom Vater. Und was spricht der Sohn in Vers 29? Als der Vater dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seine Befehle nicht... Werkmeister bei ihm, spricht der Sohn. Der Sohn Gottes ist der Werkmeister, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das Wort Gottes, Jesus Christus, ist Werkmeister schon beim Vater schon immer gewesen. War Tag für Tag, der Sohn spricht, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis, aber da spricht der Sohn Gottes im Alten Testament, ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, spricht der Sohn. Wohl denen, die meine Wege bewahren, hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Und jetzt spricht der Sohn Gottes gleich etwas, was er auch im Neuen Testament spricht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich auf meine Pforte wacht und die Pfosten meiner Tür findet, der findet das Leben. Der Sohn Gottes spricht im Alten Testament, wer mich findet, der findet das Leben. Was sagt er? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, den Vater, außer durch mich. Ich wiederhole, wer mich findet, Altes Testament, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, und jetzt hört zu, ihr Antichristen, die ihr den Sohn Gottes verleugnet. Wer mich verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Alle, die den Sohn Gottes verwerfen, tun ihre Seele Gewalt an. Alle, die den Sohn Gottes nicht annehmen, lieben den Tod. Warum? Des Gottes, Jesu Christi, ist die Person des ewigen Lebens in Johannes 1, Vers 4 und 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 1 bis 3. Die Person des ewigen Lebens ist der Sohn Gottes. Und darum sagt auch die Bibel, wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das ewige Leben nicht, sondern Gottes Zorn bleibt auf diesen Menschen. Wenn ihr den Sohn Gottes ablehnt, lehnt ihr das ewige Leben ab. Nur kurz zur Information, dass die Person des ewigen Lebens der Sohn Gottes, Jesus Christus ist. Er ist das ewige Leben. Jetzt gehen wir auf Jesaja. Viele von euch kennen die Verse, die ich sage, aber ich muss sie wiederholen, für gewisse Menschen, die keine Ahnung von der Heiligen Schrift in der Tora und im Neuen Testament haben. Und sie kommentieren immer in meine Lives. Darum habe ich auch die Kommentare jetzt ausgeschaltet. Ich werde die Kommentare wieder einschalten bald. Aber warum schalte ich die Kommentare aus? Weil ich habe keine Lust auf 16-Jährige, 18-Jährige, 25-Jährige, unwissende Scharlatane von Muslimen, die keine Ahnung haben von der Materie, weder haben sie die Bibel gelernt, weder wissen sie drei Verse aus der Bibel und weder haben sie Ahnung von der Sunna, die Mohammed vollzogen hat und die er auch den Menschen weitergegeben hat,
weder von Sahih al-Bukhari, weder von Sahih Muslim, weder von den 25 Mordkommandos, die ihr hasserfüllter Gott den Menschen zutraut und befiehlt, die Juden wie auch die Christen zu töten, weil sie nicht mal ihre eigenen Schriften kennen, wahre Religion und die Religion des Teufels. Was ist der wahre Glaube und was ist die Lüge? Was ist Wahrheit und was ist Lüge? Jetzt lesen wir mal weiter und dann kommen wir auf dieses Thema Wahrheit und Lüge. In Jesaja 9, Vers 5, Prophet Jesaja, ungefähr 500 bis 600 Jahre vor Christus. Prophet Jesaja hat viele Prophezeiungen über den Messias. Und wenn jetzt ein Munafik, ein Heuchler oder ein Jahil von Muslim behauptet, die Bibel wäre geändert, obwohl er nicht mal einen Beweis hat, so sage ich dir, mein lieber Jahil, geh auf Google und google mal die Qumran-Rollen. Und dann findest du über die Qumran-Rollen, dass das Buch des Jesaja in seiner hundertprozentigen Form gefunden wurde. Und was für eine Doppelmoral, es wurde von einem Muslim namens Mohammed gefunden. Die Qumran-Rollen, die sind über 2000 Jahre alt und die bezeugen die Gottheit des Herrn Jesus Christus im Alten Testament. Also, um die Heuchelei der Muslime ein Ende zu bringen, lesen wir das Buch des Jesaja 500, 600 Jahre vor Christus, die 100% identisch mit der heutigen Bibel ist, so wie auch die ganze Bibel identisch ist, aber weil diese Jahils, die ihren antichristlichen Geistern wie ein Sheikh Ibrahim oder ein Antichrist namens Abdul Bara oder einen Pierre Vogel mehr glauben als das Wort holen, damit sie aufhören zu heucheln. Jetzt lesen wir in der Heiligen Schrift im Prophet Jesaja und wir fangen an mit Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren. Das ist eine Prophezeiung über den Messias, eine Prophezeiung des kommenden Friedenfürsten. Hier steht Verheißung des kommenden Friedenfürsten. Das ist wer? Nichts. Wer ist das? Mohammed? Nein. Buddha? Nein. Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, Jesus Christus. Lesen wir. Über den Messias, Christus Jesus. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Habt ihr gelesen? Habt ihr etwas von einem Propheten gelesen? Habt ihr etwas von einem Isa ibn Maryam gelesen? Oder haben wir den Messias im Alten Testament prophezeit als wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst? Ja, Yeshua ist starker Gott, Yeshua ist Adonai, Yeshua, Jesus ist Elohim, Yeshua ist Jahwe, die Essenz, das Logos, das Wort Jahwes. Und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater. Jetzt gehen wir auf einen interessanten Vers. Und zwar gehen wir auf Jesaja. Und wir gehen auf Jesaja 42 zuerst. Wir gehen auf Jesaja 42. Und wir gehen auf Jesaja 42 ab Vers 7. Hier spricht der Vater über den Sohn. Hier spricht der Vater über den Messias. Was wird der Messias tun? Ich, der Herr, ab Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten. Dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Jetzt lesen wir ab Vers 7. Dass du, hier spricht der Vater über den Sohn, dass du die Augen der Blinden öffnest,
die gebunden aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Was hat der Herr Jesus gesagt? Der Geist des Herrn ist auf mir, zu verkündigen die frohe Botschaft des Evangeliums. Er hat mich eingesetzt, der Herr hat mich eingesetzt, um die Blinden sehend zu machen, um die, die in der Sklaverei und im Gefängnis sind, die Befreiung zu verkündigen. Das ist der Christus, der Sohn Gottes, der die Augen der Blinden öffnet, der die Verstorbenen von den Toten auferweckt. Und jetzt lesen wir in Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Also Gott spricht im Alten niemanden. Was sagt der Herr Jesus Christus dazu? So wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt Gott den Vater nicht. Wer den Sohn Gottes nicht so ehrt wie den Vater, der ehrt den Vater nicht. Was sagt aber Gott im Alten Testament? Ich gebe meine Ehre niemanden. Wie ist das möglich? Weil Jesus Christus ein Wesen mit Gott dem Vater ist und weil Yeshua, Jesus Christus, Jesus Christus ein Wesen mit dem Vater ist, darum sagt der Sohn, wer mich nicht ehrt, der ehrt Gott den Vater nicht, denn ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, der hat Gott den Vater gesehen. Darum, wer den Sohn nicht ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. In Jesaja 43, 3. Ganz interessant jetzt. Jetzt wird's ganz interessant in den nächsten Versen. In Jesaja, Prophet Jesaja, Vers 3. Ich lese mal. Denn ich bin der Herr, Jahwe, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Jetzt springen wir kurz auf das Neue Testament in Lukas und lesen wir mal, wer ist der Retter? Ich wiederhole nochmal, ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Jetzt Lukas 2, Vers 11. Der Engel spricht, denn euch ist heute in der Stadt David der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Was sagt Gott im Alten Testament? Der Herr, ich bin der Heilige Israels, ich bin der Erretter. Gott ist der Retter. Und was spricht? Denn euch ist heute in der Stadt Davids in Bethlehem der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Jesus ist der Heilige Israels, der Retter, der Herr. Jesus Christus ist Gott, der Herr, der Retter aus Jesaja 43, Vers 3. Jesus ist der allmächtige Gott, das Logos, das Wort im Fleisch. Was sagt Maria, ganz kurz und dann gehen wir zurück zum Alten Testament. Was sagt Maria in Lukas 1, Vers 47? Wir haben gerade gelesen. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Maria empfängt den Heiligen Geist und hat Jesus. Der Vater sendet den Sohn durch den Geist, Jesaja 48, 16. Und als Maria schwanger war,
hat Maria einen Lobpreis gesungen und der Lobpreis Marias. Okay. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Über Gott, meinen Retter. Ich wiederhole nochmal, Gott, meinen Retter, spricht Maria. Was sagt der Engel ein Kapitel weiter? Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und Maria hat gesagt, mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Gott, meinen Retter. Jesus ist Gott, manifestiert im Fleisch. Gott, der Vater, sendet Gott, den Sohn, durch den Heiligen Geist. Jesaja 48, 16 ist das. Und jetzt lesen wir Jesaja 48, 16. Jetzt lesen wir Jesaja 48, 16. Weil die ganzen Heuchler und Munafiks und Jahils auf Muslim-TikTok heucheln gegen das Evangelium, müssen wir ihnen durch die frohe Botschaft den Mund stopfen, wie Paulus gesagt hat. Wenn sie verführerisch gegen euch reden, dann stopft ihnen den Mund mit dem wahren Evangelium Gottes. Und wir lesen jetzt in Jesaja 48, 16. In Jesaja 48, 16. Ich lese mal vor. Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. Wer spricht denn die ganze Zeit hier? Hier spricht der Sohn. Der Sohn spricht hier. Und nun hat mich Gott, der Vater und sein Geist gesandt. Sendet den Sohn durch den Geist in die Jungfrau Maria. Und darum sagt Maria, mein Geist lobt Gott, meinen Retter. Oder wie Engel Gabriel gesagt hat, das heilige Kind, das geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Noch nicht genug. Jetzt gehen wir auf einen letzten Vers in Jesaja 44, Vers 6. Jetzt wird es ganz interessant. So spricht der Herr, der König Israels, der Vater und zweite Person, ich wiederhole. So spricht der Herr, der König Israels, der Vater und sein Erlöser, der Sohn, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Gott Vater, Gott Sohn, ein Gott außer mir gibt es keinen Gott. Was sagt der Herr Jesus? Was sagt der Herr Jesus? Ich wiederhole nochmal. So spricht der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Oder für die Muslime. Ich bin Ul Awwal Ul Akhir. Der Erste und der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Der Herr Jesus sagt in Offenbarung 1, Vers 17, Vers 18. Und wenn du den Kontext verstehst, dann weißt du, das ist Jesus Christus, der erhöhte Herr Jesus Christus. Das ist der Kontext. Der Herr Jesus oder Johannes sieht den Herrn Jesus in der Vision. Und als ich ihn sah, Jesus sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Versteht ihr den Zusammenhang? Ich bin der König Israels und der Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Altes Testament. Und der Herr Jesus sagt ganz klar, ich bin der Erste und der Letzte und
Noch hat der Sohn Gottes, das Logos, ein Ende. Das Logos im Altgriechischen, das Wort, hat weder einen Anfang, noch hat er ein Ende. Jesus ist Gott. An die Muslime. Ich habe euch jetzt so viele Verse aus dem Alten Testament gezeigt. Wir schauen ein und mal gucken, was dazu gesagt wird. Und dann gehen wir auf die restlichen Verse ein. Ich kann euch noch 100 Verse zeigen. Wirklich, ich kann noch weitere 100 Verse zeigen. Altes Testament top. Bist du wieder in Österreich? Ja, Gottes Segen. Amen. Mach weiter bitte. Gottes Segen. Jesus liebt dich. Der Herr Jesus liebt dich auch. Amen. Abend aller. Sollen Frauen Evangelium verbreiten, predigen? Du kannst evangelisieren, aber als Frau nicht predigen. Im Himmel kann man mit Jesus und dem Vater sprechen. Ja. Amen. Bruder, bist du aus Wien? Nein. Zeig uns, wo Jesus sagt, dass er Gott ist. Machen wir gleich. Das werden wir auch gleich zeigen. Okay, das reicht. Das reicht schon mal. Danke für das Herz. Okay. Wir fangen im Johannesevangelium an. Gehen wir mal die Göttlichkeitsverse im Johannesevangelium an. So, ich erkläre euch jetzt das Johannesevangelium durch die Göttlichkeitsverse in ungefähr 5 Minuten. Wir machen das in 5 Minuten und dann sagt ihr mir, ist Jesus Gott, ja oder nein? Wir gehen mal das Evangelium nach Johannes durch in 5 bis 10 Minuten und dann sagt mir, ist Jesus Gott und hat Jesus behauptet, Gott zu sein? Spoiler, ja, Jesus hat gesagt, ich bin Gott und Jesus hat auch gesagt, betet mich an. Jesus hat auch gesagt, ich bin der Gott Abraham, Isaak und Jakobs. Wir gehen auf diese Verse ein. Wir fangen im Johannes Kapitel 1, Abvers 1 an. Und zwar, jeder kennt das, ein wahrer Christ versteht das. Der Antichrist leugnet das Wort im Fleisch. Nur um zu sagen, der Geist Gottes, sagt die Bibel in 1. Johannes Kapitel 4, sagt er, dass der Geist Gottes bekennt Jesus, das und das Wort Fleisch wurde. Das bekennt der Geist Gottes. Der Geist des Antichristen, des Teufels, verleugnet das Wort Gottes im Fleisch. Das sagt die Bibel in 1. Johannesbrief Kapitel 4. Hütet euch vor den falschen Geistern und vor den falschen Propheten. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, des Teufels. Denn der Teufel ist ein Lügner von Anfang an und leugnet auch im Islam die Gottheit des Herrn Jesus. Selbst die Sohnschaft, selbst die Kreuzigung und die Auferstehung. Und das ist komplett satanisch. Laut der Bibel ist das teuflisch und dämonisch. Aber abgesehen davon gehen wir jetzt auf die Göttlichkeitsverse ein. Im Anfang war das Wort. Wer ist das Wort? Das Wort, griechisch Logos, ist ein Name des Herrn Jesus Christus. Also das Wort Logos ist ein Name des Herrn Jesus Christus. Im Anfang war das Wort Jesus und das Wort Jesus war bei Gott Vater und das Wort Jesus war Gott selbst. Jesus war im Anfang bei Gott Vater. Alles ist durch das Wort Jesus entstanden und ohne das Wort Jesus, das Logos, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wir lesen in Johannes 1,1, dass Jesus das Wort Gottes, Jesus ist Gott. In Vers 2 lesen wir die Ewigkeit beim Vater vor Zeit und Raum und Materie. Und in Vers 3 lesen wir ganz klar, dass Jesus der Schöpfer ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Jesus ist Gott, Jesus ist ewig, Jesus ist Schöpfer. Johannes 1,1, Vers 2, Vers 3. Jetzt lesen wir Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Also Jesus war in der Welt und die Welt ist durch ihn. Macht Sinn, oder? Das Wort war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, geschaffen. In Vers 14 lesen wir, und das Wort, das Logos im Griechischen, wurde Fleisch. Das Wort wurde Mensch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus.
und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Eigentlich könnten wir jetzt schon einen Cut machen und schon vollstopfen mit dem wahren Evangelium, aber wir machen weiter. Wie gesagt, Altes Testament, Gott gibt seine Ehre niemandem. Was steht in Johannes 5, Vers 23? Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ganz klar, der Sohn empfängt die gleiche Ehre, die dem Vater zusteht. Abgesehen davon, Matthäus 2, Vers 11, Jesus wird als Baby angebetet. Er wird angebetet als Baby. Er wird angebetet als Mann, die Jünger, als sie den Herrn Jesus angebetet haben. Jeder in der Apostelgeschichte hat Jesus Christus angebetet. Jesus empfängt den Geist von Stephanus in der Apostelgeschichte. Also Jesus kann den Geist eines Menschen aufnehmen. Jesus sagt hier in Vers 24, dass er den Menschen auferwecken wird. Ist das ein Prophet, der die Menschen auferweckt, der Sünden vergibt, der schöpferische Kräfte hat? Der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ist das ein Prophet? Oder ist das das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, die zweite Hypostase, die Essenz Gottes des Vaters? Lesen wir weiter in Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und diese hören, sie werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat dem Sohn die Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Also der Vater gibt dem Sohn alle Macht. In Kapitel 3, Vers 36 steht da ganz klar, Vers 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Du möchtest mir sagen, ein Prophet hat alles vom Vater bekommen, ein Prophet kann alle Menschen von den Toten auferstehen, ein Prophet kann Gericht halten über alle Menschen, ein Prophet kann die Menschen schaffen, ein Prophet ist ewiglich, ein Prophet hat die Essenz Gottes. Du rutschst immer in den Polytheismus rein, denn Gott gibt keine Ehre einem Geschöpf, sondern Gott gibt seine Ehre nur seinem Sohn. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch bevor die Welt geschaffen wurde. Der Vater verherrlicht den Sohn, der Sohn verherrlicht den Vater. Bevor die Welt geschaffen wurde. In Johannes 6, Abvers 35 lesen wir, und jetzt wird's ganz interessant. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, alle Menschen, die mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich, Jesus, werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also der Wille Gottes, des Vaters, ist, an seinen Sohn zu glauben und durch den Sohn das ewige Leben zu empfangen, durch die Gnade Gottes. Und dieser Mensch, wenn er an den Sohn Gottes glaubt, an die Kreuzigung, dass er für seine Sünden dieser Mensch wird von Jesus Christus persönlich aus den Toten auferweckt werden. Wie der Herr gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder Mensch, der an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder Mensch, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit niemals sterben. Wir haben die Versicherung von Gott, der nicht lügen kann, ewiges Leben zu haben. Jesus weckt alle Menschen auf. Ist das ein Prophet oder Gott? Kann Gott die Menschen richten
Oder kann ein Mensch die Menschen richten? Kann Gott dir Sünden vergeben, wie Jesus dir Sünden vergeben hat? Oder ein Mensch dir Sünden vergeben? Wie die Pharisäer gesagt haben, wer kann Sünden vergeben als nur der eine Gott? Was sagt der Herr Jesus? Er erwidert und sagt, der Sohn des Menschen hat die Vollmacht auf der Erde, die Sünden der Menschen zu vergeben. Johannes 8, ab Vers 24. Und jetzt wird der Mund jeden gestopft, der sich Muslim nennt und behauptet, Jesus hätte niemals gesagt, Gott zu sein. Und jetzt machen wir etwas. Ich mache meine Handyhalterung kurz runter. Und jetzt zeigen wir euch höchstpersönlich live meine Bibel mit den Versen aus dem Altgriechischen und dem Hebräischen, Aramäischen, damit ihr nicht behauptet, Jesus hätte nicht gesagt, dass er Gott ist. So. Wir machen einmal den Effekt mal weg. So, alles klar. Und jetzt machen wir einmal einen Kamerawechsel. So, sehr schön. Wir fangen an. Liest mit. Wir fangen von hier an. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort. Und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eure Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, will er sich etwa selbst töten, da er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und Jesus, also er, sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jetzt gehen wir auf das Ich Bin. A. Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Was meint Jesus, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben? Was meint Jesus? Und jetzt gehen wir auf den Buchstabe A und lassen uns das erklären. A. Jesus sagt, das Ich Bin, aus 2. Mose 3,14. Jesus verwendet hier den Namen Gottes im Alten Testament. Jesus sagt hier in Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Jahwe, Gott im Fleisch bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und das geht an alle Muslime und an alle, die die Gottheit des Herrn Jesus verleugnen. Alle, die Jesus als Gott verleugnen, werden in ihren Sünden sterben. Und jetzt gehen wir, was hat der Herr Jesus gesagt? Ich bin. Und jetzt gehen wir auf 2. Moses 3,14. Jesus hat hier behauptet, dass er Gott ist. Und was sagt der Gott des Alten Testaments in 2. Mose 3, Vers 14? Und zwar lesen wir hier ganz klar. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin, Jahwe. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin. H-W-H, Jahwe, ich bin. Jesus sagt in Johannes, Vers 8, Vers 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich Jahwe bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, Gott, 2. Moses 3,14, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und das Gleiche sagt er auch, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage, da bin ich. Jesus verwendet wieder den Namen Gott. 2. Moses 3, Vers 14. Jesus sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin Jahwe. Und bevor Abraham geboren wurde, Jahrtausende bevor Abraham war, war ich schon da. Ich bin ewig, ich bin Jahwe. Ich bin der Gott Abraham, Isaac
und Jakobs, sagt der Herr Jesus, und darum wollten sie ihn steinigen. Sie wollten ihn steinigen, weil er gesagt hat, ich bin Jahwe. Sie wollten ihn steinigen, weil Jesus gesagt hat, ich bin Gott. Darum wurde auch Jesus gekreuzigt, weil Jesus gesagt hat, ich bin Gott. Darum haben sie ihn auch gekreuzigt, wegen Gotteslästerung für sie. Für uns ist das Halleluja die Wahrheit, für sie, für wen? Für diejenigen, die den Sohn Gottes ablehnen. Sie haben den zum Vater, das ist ihr Vater. Alle, die den Sohn ablehnen, das ist ihr Vater. Ihr habt den Teufel zum Vater. Alle, die den Sohn ablehnen, sterben in ihren Sünden. Und er sprach zu ihnen ganz klar, ihr werdet alle in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott im Fleisch bin, Vers 24, Vers 58, das ist euer Vater. Warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater. Selbst die Pharisäer haben gesagt, nein, wir haben Gott zum Vater. Wir lieben Gott. Wir, Abraham ist unser Vater. Dann sagt Jesus, wenn Abraham euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Aber weil ihr weder Abraham glaubt, noch glaubt ihr mir. Darum sagt der Herr Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Jetzt gehen wir und exposen die Religion des Antichristen. Jetzt zeige ich dir, was die Religion des Teufels ist und was die Religion des Antichristen bezeugt. Wir haben hier gerade gelesen, dass Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, die nicht von seinen Schafen sind, von seinen Kindern, dass sie nicht an ihn glauben und dass sie den Teufel zum Vater haben, weil sie nicht glauben, dass Jesus Gott manifestiert im Fleisch ist, wie auch die Muslime es nicht glauben und alle Religionen, die den Sohn Gottes ablehnen. So, der Herr Jesus nennt den Teufel einen Lügner und der Herr Jesus nennt den Teufel den Vater der Lügen. Der Herr Jesus nennt jeden Menschen, der ihn in seiner Gottheit ablehnt, dass sie den Teufel zum Vater haben. Was lesen wir hier, meine Damen und Herren? Was lesen wir hier? Wer ist der Lügner? Wen haben sie zum Vater? Sie haben den Teufel zum Vater. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Wer ist das? Das ist der Antichrist, der Lügner, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Die Religion des Antichristen, des Teufels, leugnet den Sohn Gottes. Der Antichrist leugnet den Vater und den Sohn. Der Islam leugnet den Vater und den Sohn. Der Buddhismus und der Hinduismus leugnen den Vater und den Sohn. Alle Muslime leugnen den Sohn. Und der Herr Jesus nennt sie, sie haben den Teufel zum Vater, der Lügner von Anfang an. Und die Bibel sagt uns, der Lügner, der Vater der Lügen, der Teufel leugnet der Antichrist, der Lügner, der Teufel leugnet den Vater und den Sohn. Die Religion des Islams ist die Religion des Antichristen, die den Vater und den Sohn leugnen. Jeder, der den Vater und den Sohn leugnet, ist aus dem Bösen. Und das steht hier. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, jeder Mensch, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Der Geist des Teufels leugnet Gott im Fleisch. Die Christen leugnet das Wort Gottes im Fleisch. Die Religion des Islams leugnet den Sohn Gottes, leugnet die Kreuzigung, die Auferstehung und die Gottheit des Herrn Jesus.
Die Bibel nennt uns ganz klar, die Religion des Antichristen leugnet das Wort Gottes, Gott im Fleisch. Und das ist der Lügner, der den Vater und den Sohn leugnet. Und das ist ganz klar nicht nur der Lügner, sondern das ist der Verführer. Das ist der Verführer. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Wer ist im Fleisch gekommen? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, war Gott. Jesus ist das Wort, Jesus ist Gott und das Wort wurde Fleisch. Jeder Mensch, der leugnet, dass Jesus das Wort Gottes, Gott im Fleisch ist, das ist der Verführer und der Antichrist, der Teufel, der den Sohn Gottes im Fleisch leugnet. Der Islam leugnet alles, was dir laut der Bibel ewiges Leben gibt, und darum kann ich den Islam nicht ernst nehmen, weil der Teufel, der Verführer, der Antichrist leugnet Jesus Christus, Gott im Fleisch, und er leugnet wen? Natürlich den Sohn Gottes. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Der Teufel leugnet den Vater und den Sohn. Das ist der Islam, die Religion des Antichristen, die alles verleugnet, was dir ewiges Leben gibt. Also ihr könnt wirklich mir alles erzählen, aber ich weiß durch den Geist Gottes, weil nur der Geist Gottes kann bekennen, dass Jesus wahrhaftig im Fleisch gekommen ist. Der Geist Gottes bekennt Jesus im Fleisch, meine Lieben. Der Geist Gottes bekennt das. Sie können nicht bekennen, dass Jesus Gott ist, weil sie auch nicht den Geist Gottes haben. Alle, die den Geist Gottes haben, bekennen das Wort Gottes, Gott im Fleisch, Jesus Christus. Und ihr könnt mich verurteilen oder was weiß ich. Ich suche nicht die Ehre der Menschen. Ich sag's euch wirklich. Ihr könnt mir alles erzählen. Ich weiß, dass Jesus Gott ist. Ich weiß, dass er sich mir offenbart hat. Ich weiß, dass Jesus lebt. Ich weiß, dass Jesus Schöpfer ist. Ich sag's euch, wie es ist. Der Antichrist leugnet den Vater und den Sohn und period. Da braucht man nicht weiter diskutieren. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich hoffe, ein paar Muslime haben da zugehört und wirklich einmal ihre Herzen vielleicht dafür geöffnet. Ja, du bist ein Lügner. Du bist auch ein Lügner, ein Antichrist, sagt er wirklich, das wurde dazu hinzugefügt, genau. Der Johannesbrief, der authentisch ist. Bin das erste Mal in deinem Live, hast mir sehr viel weitergeholfen. Gott segne dich. Kannst mal über Jesus lesen, wo er ins Totenreich gegangen ist. Bitte lesen wir Psalm 127. Jesus liebt dich. Ich muss das machen, was ich jetzt machen möchte. Und ich kann jetzt nicht andere Sachen machen. Jesus liebt dich, der Herr Jesus liebt dich auch. Was steht in Apostelgeschichte 2? In Vers 1, Kapitel 1 und Vers, Kapitel 2 lesen wir ganz klar, dass im Pfingsten auf jeden Fall der Heilige Geist auf die Apostel gekommen ist und dass den Menschen es nicht gegeben ist, den Tag und die Stunde zu kennen. Da steht in Apostelgeschichte 2. Ganz klar. Und wir haben hier ganz klar gelesen, vom Alten bis zum Neuen Testament, die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Wir haben ganz klar gelesen, dass Jesus Gott ist. Wir haben ganz klar im Alten Testament geguckt, dass Jesus Gott ist. Wir haben im Neuen Testament geguckt, dass Jesus Gott ist. Wir haben die Religion des Antichristen offenbart. Also, wie viele Beweise braucht der Antichrist noch, um zur Wahrheit zu kommen? Es ist unfassbar. Es wird bald eine Erweckung kommen über Deutschland. Ich hoffe, es kommt eine Erweckung auf die ganze Welt, dass die Menschen erkennen, dass Jesus der Herr ist, dass die Menschen erkennen, dass er das Wort Gottes im Fleisch ist, dass sie erkennen, dass Jesus der Herr ist. Aber habe zugehört.
Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist deine Seele retten, mein lieber Muslim. Ich sag dir, ich habe nichts gegen Muslime. Ich liebe jeden Menschen, aber ich kann nicht die Religion des Antichristen bzw. den Geist des Antichristen respektieren. Wie kann der Satan zusammenarbeiten? Das funktioniert nicht. Wie sich identisch geben mit Belial? Das ist nicht möglich. Jesus ist Gott. Das sagt das Alte und das Neue Testament. Er ist das Licht der Welt. Johannes 1, Vers 4 und 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1. Kommentare wieder ausschalten. Jetzt gehen wir auf nochmal krass. So. Jetzt gehen wir auf noch ein paar krasse Verse. Alles klar, Leute. Ich zeige euch noch diese Verse. So, Effekte. Wir machen den Greenscreen aus. So, wir machen nochmal Greenscreen aus. Alles klar. Und jetzt drehen wir nochmal die Kamera. Alles klar. Und jetzt gehen wir wieder auf die Bibel. Gottes Wort, die Bibel. Was? Dieses Buch hat mein Leben geändert. Dieses Buch ist lebendig. Wenn ich dieses Buch lese, spricht Gott in meinen Geist. Das sage ich euch. Liest das Buch, das Wort Gottes, die Bibel. Und jetzt ganz interessant, meine Lieben. Ganz, ganz interessant, was Johannes hier sagt. Das Wort des Lebens. Was von Anfang an war. Was wir gehört haben. Was wir mit unseren Augen gesehen haben. Was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, also Jesus Christus. Und das Leben ist erschienen, also Jesus ist erschienen, das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, Jesus Christus, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Das ewige Leben, Jesus, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Halleluja! Das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Jesus ist das ewige Leben, das bei dem Vater war. Jesus ist die Person des ewigen Lebens, das bei dem Vater war und uns erschienen war. Ist das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Das Leben ist erschienen in seine Schöpfung. Jesus kam in seine Schöpfung. Der Schöpfer kam in seine Schöpfung. Ich erkläre euch noch Hebräer 1 ganz kurz. Na, damit wir unterscheiden zwischen einem Propheten und zwischen dem Sohn. Jetzt unterscheiden wir einen Propheten und den Sohn. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf viele Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Also der Vater hat durch die Propheten gesprochen, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Der Vater spricht durch den Sohn, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn, durch den Sohn hat er auch die Welten geschaffen. Durch den Sohn hat der Vater die Welten geschaffen. Aber nicht nur die Welten, im Griechischen steht da, die Mehrzahlform des griechischen Äon kann hier die Anlehnung ans Hebräische, auch die Ausdehnung der Welt und auch das unsichtbare Welt umfassen. Also Jesus hat die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen. Jesus hat die Weltzeiten geschaffen im griechischen Äon. Jesus hat das Sichtbare und das Unsichtbare geschaffen. Dieser, also der Sohn, Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Jesus ist die Ausstrahlung Gottes des Vaters und der Ausdruck seines Wesens. Jesus ist
ein Wesen mit dem Vater und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus ist das Wort Gottes, das Wort des Vaters, ein Wesen mit dem Vater. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Er ist ein Wesen und eine Essenz mit dem Vater, das Wort Gottes, Jesus Christus. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten, also Gottes, der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchen von den Engeln: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er: Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Alle Engel Gottes sollen Jesus anbeten. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn. Jetzt spricht der Vater von dem Sohn: Dein Thron, o Gott. Ja, der Vater nennt den Sohn Gott. Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzeslosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt. Darum hat dich, o Sohn, o Gott, dein Gott, Vater, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Also der Vater nennt den Sohn Herr. Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchen von den Engeln hat er denn jemals gesagt: Setze dich zu meiner Rechten? Jesus sagt: Ich setze mich zu Rechten Gottes des Vaters. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemmel für deine Füße. Der Vater nennt den Sohn Gottes, werden den Sohn. Welcher Prophet wird Gott genannt? Erzähl mir keinen Blödsinn. Jesus ist Gott. In Hebräer: Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Jesus ist derselbe, schon immer gewesen. Jesus ist derselbe in Ewigkeit. In Römer oder in Titus: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Retter und unser großer Gott. Alles klar. Jetzt gehen wir auf Kolosser. Kolosser 1, Vers 15. Die Herrlichkeit und das Erlösungswerk des Sohnes Gottes. Hier geht es um den Sohn Gottes. Dieser, also der Sohn Gottes, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm, also in Jesus, dem Sohn Gottes, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ganz klar, hier steht's: Denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn, also durch Jesus und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und was steht in Kolosser 2, Vers 9? Die Fülle Gottes und das Heil in Christus. Was wohnt in Christus? Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit
leibhaftig. Denn in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus ist Gott. Jesus war Gott. Jesus ist Gott. Jesus wird für immer derselbe bleiben. Hebräer 13, Vers 8. Jesus ist der Gott Abraham, Isaak und Jakobs. Egal, was ein Mensch sagt, ihr werdet vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen und ihr werdet den Sohn Gottes in seiner Allmächtigkeit sehen. Ihr werdet sehen, dass es die Wahrheit ist. Ihr werdet sehen, dass Jesus der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Philippa, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird Jesus als den Herrn bekennen. Alles, was im Himmel und was auf Erden ist. Ich glaube, das ist genug für heute über die Gottheit des Herrn Jesus. Warum tue ich das? Damit die Leute aufhören zu lügen über das Evangelium. Sie sollen aufhören zu lügen über die Gottheit des Herrn Jesus. Wer behauptet, Jesus ist nicht Gott, der hat nicht den Geist Gottes. So, jetzt brauche ich ein bisschen Musik. Ja, guck mal, jetzt kommen die ganzen lächerlichen Fragen von den Muslimen erneut. Nachdem man mit alles bewiesen hat, kommen dieselben Fragen. Und darum schalte ich die Kommentare aus. Weil das sind Munafiks, das sind Jahils, das sind Antichristen. Du kannst die ganze Bibel auslegen. Du auflegen. Und das sind die Kinder des Teufels, die Kinder des Antichristen, die in ihren Sünden sterben werden, in ihrem Unglauben, weil sie so verstockt und verhasst sind in ihren Herzen. Es ist unglaublich. Möge der Vater und der Sohn euch befreien. Ich habe keine Lust auf die Kommentare heute. Es ist unfassbar, wie der Geist des Teufels immer noch Jesus im Fleisch leugnet, obwohl ich alles bewiesen habe. Es ist so dermaßen ekelhaft, wie der Geist des Antichristen in den Menschen wirkt. Es ist so dermaßen dramatisch und so dermaßen. Es ist wie, als würde man sagen, guck mal, hier ist Gott. Er sieht Jesus, wie auch Thomas, der gesagt hat, ich werde niemals glauben. Wenn ich nicht die durchbohrten Hände und die durchbohrte Seite sehe, werde ich nicht glauben. Wie ein Muslim. Verschlossen waren. In Johannes 20 lesen wir ganz klar, Jesus ist dann entrückt in die Wohnung gekommen, weil er schon in seiner Allmächtigkeit war, in seinem verherrlichten Körper nach der Auferstehung und plötzlich waren die Türen verschlossen. Jesus kommt in die Mitte zu Thomas und dann sagt Jesus zu Thomas, Thomas, komm zu mir, greife, er hat nicht geglaubt, greife meine durchbohrten Hände an, greife meine durchbohrte Seite an. Und glaube endlich, was sagt Thomas in Johannes 20, Vers 28? Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte dann, glückselig. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind diejenigen, die mich nicht sehen können, doch glauben. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, kommt laut der Bibel in die Feuersee, weil er den Vater einen Lügner nennt. Ganz klar. Und das beweise ich euch auch, damit der Mund von denen auch gestoppt wird, damit, wenn sie eines Tages sterben, sie keine Ausrede haben, wenn sie vor dem Thron Gottes stehen. Damit sie, wenn sie eines Tages vor dem allmächtigen Gott Jesus Christus stehen, keine Ausrede haben, weil sie weiterhin an ihren imaginären Allah geglaubt haben, ein Gott, der anscheinend zwei rechte Hände hat und ein Gott, der sich seine Schöpfung nicht zeigt, weder im Geist sich offenbart, ein Gott, der weder lesen, noch schreiben, noch hören, noch gehen, noch irgendwas kann. Wir haben einen lebendigen Gott. Jesus ist auferstanden, sein Grab ist leer. Mohammed ist in seiner Verwesung von Staub zurückgekehrt und ist jetzt im Totenreich. Und Mohammed wartet auf sein Gericht, wie auch jeder Muslim, der durch die Schahada den Heiligen Geist lästert und durch die Schahada in die ewige Hölle geschmissen wird. Denn durch die Schahada, sage ich dir als Ex-Muslim, leugnest du den Sohn Gottes und gehst für alle Ewigkeiten verloren. Wo steht das, dass Mohammed in seinen Sünden gestorben ist?
Ganz klar, in Johannes 3, Vers 36 ist er in seinen Sünden gestorben und wartet auf sein Gericht. Beziehungsweise er ist schon gerichtet, weil die Bibel sagt ganz klar, auch diejenigen, die jetzt nicht glauben, was steht denn da? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Warum glauben die Muslime nicht? Weil die Muslime schon gerichtet sind. Es ist sehr, sehr hart, einen Muslim zum Glauben zum Herrn Jesus zu bringen. Ein Muslim kann sehr, sehr schwer von seinen Dämonen ablassen. Glaub mir, bevor ich den Islam verlassen habe, wie viele Dämonen haben mich angegriffen? Tausende Dämonen haben mich angegriffen. Ich habe 2 Monate die Wohnung nicht verlassen. Dämonen haben mich vom Islam angegriffen. Bis ich den Islam verlassen habe und ich gerettet wurde, haben die Dämonen mir gesagt, töte dich selbst in einer Depression, in Suizidgedanken. Fertig gemacht. Und darum ist es sehr, sehr schwer, dass ein Muslim gerettet wird, denn ein Muslim ist durch die Shahada, hat er einen Pakt mit diesem Dämon gemacht, dass er bezeugt, dass Allah Gott ist und Mohammed sein Gesandter, und mit diesem Satz leugnet er den Sohn Gottes und macht einen Pakt mit dem Feind. Die Shahada ist ein Pakt mit dem Feind. Es ist sehr, sehr schwierig, einen Muslim aus dem Gericht zu holen, denn der Muslim ist schon gerichtet. Da steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Sie sind schon gerichtet. Guck mal, der Herr Jesus sagt auch, wer an mich glaubt, der tretet von Tod zum Leben hindurch. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig für einen Muslim, aus dem Tod zu kommen und zum Leben zu kommen, zum Herrn Jesus Christus, der das Licht der Welt ist, ganz klar. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es ist sehr, sehr schwierig, einen Muslim aus dem Pakt des Feindes, aus dem Teufel zu holen. Lesen wir mal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, also in die Hölle, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wir sind freigesprochen durch den Sohn, sie sind gerichtet durch den Sohn. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht, wer ist das Licht der Welt? Jesus ist das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12, Johannes 1, Vers 4. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht, Jesus, in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, Jesus, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, der hasst Jesus, das Licht, und kommt nicht zum Licht, zum Herrn Jesus, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, zum Herrn Jesus, damit seine Werke offenbar werden, dass sie... Okay, wir lesen hier, wer ist denn von oben gekommen? Jesus Christus. Der von oben kommt, also Jesus, ist über allen. Wer von der Erde ist von der Erde und er redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt... Jesus also ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Wer das Zeugnis Gottes des Vaters annimmt, der bestätigt, dass Gott der Vater wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wer nicht an den Sohn Gottes bleibt, der Zorn Gottes bleibt auf ihn für alle Ewigkeiten. Die Muslime sind in großer, großer Gefahr. In sehr, sehr großer Gefahr, wenn sie heute sterben. Wenn heute ein Muslim stirbt, in seinem Unglauben gegenüber dem Sohn Gottes, er wird sich wünschen, niemals geboren werden zu sein. Darum, die Muslime tun mir sehr, sehr leid. Und darum liebe ich die Muslime, rede harte Worte gegen diese Religion, gegen den Teufel und dem Antichristengeist, der den Sohn Gottes leugnet, die Kreuzigung und die Auferstehung. Aber dennoch liebe ich sie und...
möchte, dass die Muslime gerettet werden. Wie ich 18 Jahre im Islam war und gerettet wurde, möchte ich, dass diese Muslime auch gerettet werden. Und jetzt lesen wir etwas sehr, sehr Interessantes. Nun ging Pilatus wiederum ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, hat Jesus gesagt, bist du der König der Muslime? Achi, inshallah, wir werden jetzt zusammenkommen. Ich sage dir die Wahrheit. Isa, Jesus, war Muslim. Du Heuchler, du Munafik, du Jahil, dass du das Wort in deinen Mund nimmst und behauptest, Jesus wäre ein Muslim. Du bist ein Gotteslästerer und die Wahrheit ist nicht in dir, denn der Geist des Antichristen leugnet. So. Hier steht ganz klar, er ist der König der Juden und das Heil kommt aus den Juden, Johannes 4. Und durch Christus sind wir Christen, Christus-Nachfolger, Messias-Nachfolger. Wer ist der Messias im Alten Testament? Gott. Jesaja 9, Vers 5. Und im Neuen Testament ist Gott erschienen durch das Fleisch, das Wort wurde Fleisch. Wir sind Christus-Nachfolger, wir sind Christen, Messias-Nachfolger, die Meschiach-Nachfolger. Okay. Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst oder aus dir? Oder haben es andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, also jeder Mensch, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Jeder Mensch, der aus der Wahrheit ist, folgt dem Sohn Gottes. Alle, die den Sohn Gottes nicht nachfolgen, sind aus der Lüge und sie folgen den Satan, den Fürst dieser Welt nach. Und der Satan, der Fürst dieser Welt, ist gerichtet. Darum hat der Satan 600 Jahre nach Christus eine Religion gegründet, die den Sohn Gottes verleugnet, die Kreuzigung verleugnet, weil der Satan durch das Werk am Kreuz gerichtet ist. Weil Jesus gesagt hat, ich gehe zu meinem Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen vom Gericht, weil der Fürst der Satan also dieser Welt gerichtet ist. Der Teufel ist gerichtet. Der Teufel musste aber eine Religion gründen, die alle Grundlagen des ewigen Lebens der Christeneinheit der Bibel leugnet. Und das ist der Islam, die Religion des Antichristen, die den Vater und den Sohn leugnen. Die Religion des Antichristen, des Teufels. So, wie haben wir gerade gelesen? Ich bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und jetzt gehen wir auf Johannes 10. Also jeder, der aus der Wahrheit ist, hört seine Stimme. Was sagt der Herr Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme. Also Jesus hat gesagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt er in Vers 37 in Johannes 8. Meine Schafe, meine Kinder hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe, also Jesus, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Meine Kinder, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Ich kenne meine Kinder. Was sagt der Herr Jesus? Was sagt der Jesus? Ihr glaubt nicht an den Sohn Gottes. Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine lieben Muslime, ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine lieben Atheisten, ihr seid nicht von meinen Schafen. Denn meine Schafe, meine Kinder, hören meine Stimme und ich kenne sie. Und
ewiges Leben geben. Und sie werden in Ewigkeit niemals verloren gehen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ihr glaubt nicht an den Sohn Gottes, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Kinder, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn ihr wahrhaftig Kinder Gottes wärt, würdet ihr an den Sohn Gottes glauben. Aber wer ist euer Vater, wenn ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt? Das ist euer Vater. Das ist euer Vater. Ihr habt Vater begehrt, wollte tun. Er ist der Lügner und der Menschenmörder von Anfang an. Jeder, der den Sohn leugnet, das ist dein Vater. Das ist dein Vater. Jeder, der aus der Wahrheit ist, folgt dem Sohn Gottes nach. Jeder, der aus der Lüge ist, der folgt dem Teufel nach und nicht dem Sohn Gottes. Ewiges Leben nur durch Jesus Christus. Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Und wer den Sohn nicht glaubt, und jetzt kommt das Gericht über jeden Menschen, weil sie den Vater, Gott, den Vater einen Lügner nennen. Sie nennen, die Muslime nennen den Gott, den Vater einen Lügner. Warum? Wenn wir das Zeugnis der Menschen wie Mohammed annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, des Vaters, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Der Vater gibt Zeugnis von dem Zeugnis von seinem Sohn. Der Vater gibt Zeugnis von dem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott, also den Vater, nicht glaubt, der hat den Vater zum Lügner gemacht. Ihr Muslime nennt den Vater einen Lügner, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott, der Vater, von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis des Vaters, dass Gott, der Vater, uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben, dieses ewige Leben, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Warum verstehen sie nicht? Wir haben schon vorhin gelesen von dem Antichristen, der Gott im Fleisch leugnet. Aber abgesehen davon, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, also der Heilige Geist, welcher in euch ist, größer ist als der antichristliche Geist, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist und den Geist des Irrtums, des Antichristen. Jeder, guck mal, der nicht an den Sohn Gottes glaubt, nennt den Vater einen Lügner. Ihr nennt den Vater einen Lügner. Geliebte, guck mal. Lesen wir mal über Liebe. Solche Verse findest du nicht im Koran. Solche Liebe findest du nicht im Koran. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und was ist die Liebe Gottes? Darin ist die Liebe Gottes des Vaters zu uns geoffenbart worden, dass Gott, der Vater, seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Das ist die Liebe Gottes, dass der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen, durch den Sohn leben sollen, denn der Sohn ist das ewige Leben. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben, guck mal, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem
Meine lieben Muslime, weder bleibt Gott in euch, weder habt ihr den Heiligen Geist, noch den Vater, noch den Sohn. Warum? Weil ihr nicht den Sohn Gottes bekennt. Wer nun bekennt, Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Halleluja. Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott. Was spricht der Sohn Gottes hier? Was spricht Jesus Christus? Und siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Jesus ist das Alpha und das Omega und Jesus wird bald kommen. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus, in diese verlogene Welt. Komm, Herr Jesus, in der Satans ist diese ganze Welt, 6 Milliarden Menschen, die den Sohn Gottes verleugnen, 6 Milliarden Menschen, die sich selbst richten, 6 Milliarden Menschen, 2 Milliarden Muslime werden wohin kommen, wenn sie nicht Buße tun? Wenn sie nicht Buße tun, wo kommen diese Menschen hin? Sie wissen es gar nicht. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ihr werdet, wenn ihr nicht Buße tut und dem Evangelium unseres Herrn Jesus gehorsam seid, ihr schmeißt euch selber in die Feuersee. Ihr werdet euch wiedersehen mit dem Teufel, der ebenso in die Feuersee geht. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, wie auch Mohammed, der falsche Prophet ist und eines Tages in die Feuersee kommt. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel verführt die ganze Welt. Der Teufel, der auch in die Feuersee kommt, wird deine Seele auch in den Feuersee bringen, wenn du nicht gehorsam bist dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und das steht in 2. Thessalonicher. Und hört euch das jetzt an, was hier steht. Euch aber, die ihr bedrängt werdet mit Ruhe, guck mal. Euch aber, die ihr bedrängt werdet mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung, mit den Engeln seiner Macht, in flammenden Feuer, wenn Jesus, er, Vergeltung üben wird an denen, die Gott, den Vater, nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus, nicht gehorsam sind. Diese Menschen werden Strafe erleiden, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er, Jesus, kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Jesus ist Gott und wenn ihr nicht dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus gehorsam seid, ihr werdet laut der Heiligen Schrift Strafe erleiden, ewige Strafe, ewiges Verderben vor dem Angesicht des Vaters und vor dem Angesicht seiner heiligen Engel. Bitte, ich bitte euch, glaubt endlich an den. Siehe, ich komme bald. Jesus kommt bald. Siehe, er kommt mit den Wolken. Meine Lieben, wann wollt ihr endlich glauben? Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben, selbst diejenigen, die ihn gekreuzigt haben, werden ihn sehen. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wann kommt ihr zum Leben? Wann kommt ihr zum Herrn Jesus Christus, der auch sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Um zum krönenden Abschluss, Offenbarung 5. Zum Abschluss lesen wir jetzt, bevor wir die Anbetung des Lammes. Wir lesen jetzt die Anbetung des Herrn Jesus Christus, wo jedes Geschöpf Jesus anbeten wird. Alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde werden Jesus anbeten.
Und als er, Jesus, also das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm. Wer ist das Lamm Gottes? Johannes hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Jesus ist das Lamm Gottes. Und sie fielen vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder von einer Harfe und eine goldene Schale von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du, Jesus also, bist geschlachtet worden und hast uns für Gott, den Vater, erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und jetzt kommt's. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel. Die sprachen alle mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, Jesus Christus, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Stärke, Ruhm, Ehre und Lob. Und jetzt kommt's. Jedes Geschöpf, meine Lieben, jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen. Alle Geschöpfe im ganzen Universum, der auf dem Thron sitzt, der Vater und dem Lamm, Jesus Christus, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ganze Universum wird den Vater und den Sohn anbeten. Jedes Geschöpf wird den Vater und den Sohn anbeten. Das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist. Halleluja! Gelobt ist Jesus Christus, der uns zu Königen und zu Priestern gemacht hat. Gelobt ist Jesus Christus, der uns freigesprochen hat vor dem kommenden Zorn Gottes. Ihr werdet alle vor ihm stehen. Ihr werdet alle vor meinem Vater, der durch Christus uns geoffenbart ist, stehen. Und ich suche nicht die Ehre der Muslime, die mir sagen, er ist nur ein Prophet. Jesus ist Gott im Fleisch und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird ihn bekennen. Jeder wird den Vater und das Lamm anbeten, ob ihr wollt oder nicht. Eines Tages gibt es kein Alhamdulillah oder Buddha oder Mohammed. Eines Tages gibt es nur den Vater und den Sohn. Sonst gibt es da niemanden. Den Vater und der Sohn, der durch den Geist Gottes verbunden ist. Ich sage es euch wirklich, immer sagen sie, wo wird Jesus angebetet? Jedes Geschöpf wird Jesus anbeten. Halleluja! Wir sind Miterben des Christus, wir sind keine Sklaven Allahs, wir sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Gott ist Liebe. Amen. So, ist hier jemand? Ja, ich habe euch gesagt, die Muslime sind in ihrem Gericht. Es ist sehr, sehr schwierig, einen Muslim zu evangelisieren. Es ist sehr, sehr schwierig, dass ein Muslim vom Tod zum Leben hindurchdringt. Ich war 18 Jahre Muslim. Ich bin durch die Hölle gegangen, bis ich den Herrn Jesus gefunden habe. Und ich werde die Kommentare wieder kurz ausschalten. Ich möchte kurz Zeugnis geben. Danke für die Geschenke, Leute. Danke fürs Unterstützen. So, ich möchte kurz Zeugnis geben von meinem eigenen Lebenslauf. Okay. Ein kurzes, nicht ein langes, Leute, damit ihr versteht, warum Jesus die Wahrheit ist, warum Jesus mir so viel bedeutet, warum ich mein Leben den Herrn Jesus Christus gegeben habe. So, erstens zu meiner Person. Hi, Shalom, Gott segne. Ja, ich kann auch lächeln. So, aber ich muss diese ernsten Worte sprechen, damit ihr glaubt und damit viele Menschen gerettet werden. Ich muss ernst bleiben, um
die Menschen die Wahrheit zu zeigen. Der Herr sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der folgt dem Sohn Gottes nach. Meine Schafe hören meine Stimme. So. Okay, zu meiner Person. Ich bin Alan, ich bin 24 Jahre alt, ich bin syrischer Kurde, ich bin muslimisch aufgewachsen. Ich war kein, ein Hajji, ein Wahhabite, ein wundersunnitischer Muslim, sondern wie die ganzen anderen gewöhnlichen Muslime hier in Deutschland, Österreich und Schweiz, die heucheln von sich, wir sind Muslime, Alhamdulillah, wir essen kein Schweinefleisch, aber dann gehen sie mit Jessica und Sarah in die Disco und tanzen sich einen Tanzbein ab und trinken 2 Liter Wodka mit Jack Daniels und Cola, aber Hauptsache, sie essen ja kein Schweinefleisch. Das sind ja die gewöhnlichen Euro-Shisha-Muslime, die wir heutzutage kennen. So, ich war auch ein Shisha-Muslim. Aber der Unterschied zwischen mir und denen ist, ich wollte genau in diese Tiefe vom sunnitischen Glauben gehen. So, ich habe viel für die Welt gelebt. Ich bin mit 14 ausgezogen. Mit 14 wurde ich vom Jugendamt genommen, meine Lieben. Ich war 14 Jahre alt, da hat mich das Jugendamt genommen und ich wurde in eine WG gegeben, weil mein Vater mich schwer misshandelt hat. Er hat mich schwer geschlagen, darum habe ich so eine harte Schale. Stellt euch mal vor, euer Vater sagt euch, ich wünsche, dass du niemals geboren bist. Ich bin mittlerweile vergeben heutzutage. Jahrelang. Ich habe meinen Vater in Albträumen gesehen, mit roten Augen habe ich meinen Vater gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann nimmt mich das Jugendamt mit 14 Jahren mit. Ich weine, sie nehmen mich mit. Ich bin neu unter Dann kam die Verführung, dann kam der Satan, der Teufel. Dann kam Alkohol, dann kamen Frauen, dann kamen die ersten Zigaretten. Dann kam Mariana-Konsum. Und so viele Sachen in mein Leben hinein, wo der Satan mich verführt hat damals. Ja, was kam dann? Dann kam auf jeden Fall jahrelang dieses Milieu, Drogen, Kriminalität, Fast Life, Geld machen. So haben wir dahin gelebt. In Autos, Discos, Para machen. Diese Dunya geliebt als Muslim, als Euro-Shisha-Muslim damals. Und dann kam der Tag, entweder ich sterbe in diesem Lifestyle oder ich gebe mein Leben dem Herrn Jesus Christus. Beziehungsweise damals Allah. Danach kam der Herr Jesus erst, nach vielen Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir gucken uns jetzt den Koran an. Also das ist jetzt eine Bibel, aber nehmen wir einmal an, das ist ein Koran. Ich habe dann den Koran gelesen. Ich habe den Koran geöffnet. Ich habe den Koran gelesen. Gelesen. Weder sprach Allah zu mir, weil wenn ich heutzutage durch den Geist Gottes die Bibel lese, spricht Gott in meinen Geist zu mir. Weder, wenn du den Koran liest, spricht Gott in deinen Geist zu dir. Du hast weder eine Beziehung zu Allah, noch kennst du Allah. Du machst deine 5 Pflichtgebete und mehr ist das nicht. Du machst aus Zwang, um in Jannah zu kommen. Alles, was die Muslime tun, sagen sie, Hasanat, Inshallah, Achi, ich komme in Jannah. Das ist der Unterschied zwischen uns und sie. Jesus starb für uns am Sohn, weil kein Mensch kann gerecht sein durch seine Werke. Die Bibel sagt, kein Mensch ist gerecht durch seine Werke. Du kannst nicht durch deine Werke, mein lieber Muslim, in Jannah kommen. Die Bibel sagt in Hebräer, Vers 9, Vers 22, es gibt keine Vergebung der Sünden ohne das Blutvergießen. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Aber ich möchte mein Zeugnis weiterhin erzählen, um nicht vom Thema abzulenken. Aber abgesehen davon, ich habe den Koran gelesen. Kein Geist hat zu mir gesprochen, kein Allah hat zu mir gesprochen. Dann fang's an. Durch die Substanzen, Marihuana, chemische Sachen, was ich in der Welt zu mir genommen habe, kamen Depressionen, Suizidgedanken. Wo war Allah? Jeden Tag habe ich in den Schlaf hineingeweint, als ich jugendlich war, vor ungefähr 6, 7 Jahren. Wo war Allah, als ich mich umbringen wollte? Wo war Allah, als ich vom Berg mich runterschmeißen wollte? Wo war Allah, als ich vor dem Zug mich schmeißen wollte? Wo war Allah, als ich den Koran gelesen habe? Wo war Allah, als ich gesagt habe, Gott, offenbare dich mir? Das kam dann, an dem ich den Islam angezweifelt habe.
Es gibt kein. Da, wo ist dieser Gott? Die Muslime sagen ja, er ist in Jannah, siebter Himmel, irgendwo imaginärer Gott. Wir spüren ihn nicht, wir beten fünfmal am Tag Richtung diesen Stein, aber wir beten eigentlich nur, um unsere Pflichten abzutun und eines Tages in Jannah zu kommen, obwohl die Muslime nicht mal die Vergewissheit haben, nach Jannah zu kommen. Jetzt abgesehen davon, okay. Ich als Ex-Muslim habe gedacht, Gott hätte keinen Sohn. Plötzlich, was passiert dann? Ich zweifle den Islam an. Ich nehme den Koran, ich lege ihn zur Seite. Plötzlich denke ich, Alan, du lebst 18 Jahre in einem christlichen Land. Was glauben überhaupt die Christen? Wozu steht das Kreuz? Was ist überhaupt das Kreuz? Was ist dieses Kreuz? Wer ist Jesus Christus? Wer ist das? Habe ich mich gefragt. Und dann habe ich plötzlich, ich habe den Koran beiseite gelegt. Allah hat mich nicht gezeigt. Allah hat mir nicht zu mir gesprochen. Nichts. Ich wollte mich töten. Die Dämonen haben jeden Tag, habe ich geweint im Schlaf. Jeden Tag, 2 Monate lang habe ich meine Wohnung nicht verlassen. 2 Monate lang haben Dämonen mich im Islam angegriffen. Sie wollten, dass ich mich töte, bevor ich Jesus annehme. Also bevor ich Jesus annehme, wollten diese Dämonen, dass ich mich umzukommen. Die Dämonen aus dem Islam. Darum sagt auch der Herr Jesus, wer an mich glaubt, der tretet vom Tod zum Leben hindurch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mein Wort glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sagt der Herr, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Okay, abgesehen davon. Die Dämonen haben mich angegriffen. Die Dämonen wollten nicht, dass ich den Islam verlasse. Die Dämonen wollten, dass ich mich umbringe. Alan springt vom Zug. Alan springt vom Berg. Hineingeweint. Okay, dann habe ich den Koran genommen, auf die Seite gelegt. Dankeschön, aber nein, danke. Dann habe ich den Islam angezweifelt. So, was ist dann passiert? Dann plötzlich habe ich mir gedacht, was glauben die Christen? Plötzlich, ich gehe auf YouTube. Was glauben die Christen? Was? Ich habe jahrelang an einen Isa ibn Maryam geglaubt, einen Propheten. Warum sagt die Bibel, der Koran sagt, Isa ist das Wort Allahs. Die Bibel sagt aber, das Wort ist Gott. Das ist der große Unterschied. Seht ihr die Unterschiede? Plötzlich lese ich und höre, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Das glauben die Christen. Was auch im Alten Testament prophezeit ist, das war alles neu für mich. Alles war neu für mich. Sie glauben an den Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist die zweite Hypostase Jahwes. Jahwe, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das war alles neu für mich als Muslim. Dann habe ich mir das alles angeschaut. Und plötzlich sagen sie auch radikal, wer den Sohn Gottes hat, also was auch die Bibel sagt. Die Bibel sagt ganz klar, wer den Sohn Gottes hat, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht, sondern Gottes Zornbild. Und dann sagen auch die Prediger, Jesus oder die Hölle. Die Muslime, die schieben Angst. Die Muslime haben Angst vor Hölle. Wenn Muslime das Wort Hölle hören, die wollen alles tun, um nicht in die Hölle zu kommen. So war ich auch. Als Muslim, ich war auch so. Ich höre Hölle, ich möchte nicht hin. Astaghfirullah, Bruder, stell dir mal vor. Ein Muslim hat mir damals gesagt, als wir schwimmen waren, ein Bosana, Alan, stell dir vor, du brennst für alle Ewigkeiten. Das muss ja sehr schlimm sein. Heutzutage bin ich wiedergeborener Christ und Gott hat sich mir offenbart und dieser junge Mann ist immer noch Muslim und will meinen Worten nicht zuhören. Sehr traurig, aber egal. Dann, nachdem ich das alles gehört habe, habe ich den Entschluss gegriffen. Alan, heute wirst du das tun, was die Prediger gesagt haben. Was haben die Prediger gesagt? Who the Son sets free is free indeed. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn euch nun der Sohn Gottes befreit, so seid ihr wirklich frei. Und ich wollte frei werden. Allah hat mich nicht frei gemacht. Allah hat mir Depressionen gegeben. Allah hat durch seine dämonischen Geister mich fertig gemacht. Ich wollte mich umbringen. Allah hat mir nicht geholfen. Aber die Prediger haben gesagt, bete im Namen Jesus Christus. Er wird sich dir offenbaren, er wird sich dir zeigen, er wird dir neues Leben schenken, er wird dich frei machen von deinen Depressionen, von deinen Suizidgedanken. Ich wollte frei werden, ich war fertig, Leute, ich stand, meine Mutter hat mich gesehen, wie ich mit einem Messer da stand. Könnt ihr euch das vorstellen?
Ich war mit einem Messer auf dem Tisch und wollte mich aufschlitzen, weil das diese dämonischen Geister mir gesagt haben. Wo war Allah? Wo war er? Er war nicht, er existiert nicht. Und das verstehen die Muslime nicht, dass er ein imaginärer Götze ist, der letzte Götze aus den mekkanischen Zeiten, der letzte Götze, der sich Ilah, Allah, der Mondgott nennt. Ich stand mit einem Messer vor meiner Mutter und wollte mich umbringen. Plötzlich habe ich den Entschluss gegriffen, ich gehe ins Badezimmer, meine muslimischen Eltern haben geschlafen, meine muslimischen Geschwister, die heute noch alle Muslime sind, haben alle geschlafen. Ich gehe ins Badezimmer und habe genau das getan, was die Prediger mir gesagt haben. Ich setze mich auf diesen Hocker und plötzlich bete ich zum ersten Mal in meinem Leben im Namen Jesus Christus. Und als ich das gebetet habe, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben, ich bekenne dir meine Sünden. Erstens, ich habe einen Wasserfall geweint. Meine Emotionen, die damals weg waren, sind plötzlich da gewesen. Der Geist Gottes berührt mich. Mein Körper hat sich göttlich gefühlt, als würde Gott durch den Heiligen Geist in meinen Körper alles Schmutz nehmen und wegtun. Der Geist Gottes war da, die Präsenz Gottes war da. Als würde eine Person kommen und mich unsichtbar umarmen. Als würde Jesus dastehen und Jesus mich umarmen. Und dann habe ich ein Wasserfall geweint. Und dann habe ich gewusst, Jesus lebt. Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat sich mir offenbart. Es kann nur der Geist Gottes gewesen sein, weil solche Zeugnisse gibt es Tausende auf der Erde. Und dann hat es angefangen. Plötzlich schmecken mir keine Joints mehr. Plötzlich schmecken mir keine Zigaretten mehr. Plötzlich, nachdem der Geist Gottes in mein Leben gekommen ist, schmecken keine Partys mehr. Plötzlich schmecken die Sünden nicht mehr, die ich damals getan habe. Warum? Weil der Geist Gottes züchtigt dich. Jesus sagt, ich züchtige die, die ich liebe. Er hat mich gezüchtigt. Ich war an Orten, die ich meinen schlimmsten Feind nicht wünsche. Ich war an Orten, ich habe draußen geschlafen. Ich habe im Keller geschlafen. Ich habe 10 Jahre die Hölle durchgemacht, bis ich Christus gefunden habe. Und plötzlich war es ein Prozess, jahrelang. Was ist dann passiert? Letztes Jahr im Sommer habe ich mich getauft und vor 10 Monaten habe ich mit TikTok angefangen. Und Jesus Christus hat mir die Gabe des Evangelisierens durch den Geist Gottes gegeben. Halleluja! Ich weiß, dass Jesus lebt. Warum? Er hat sich mir offenbart. Ich kenne ihn. Ich weiß, dass Jesus Gott ist, weil er zu mir spricht. Ich weiß, dass Jesus Gott ist, weil er in mein Leben gekommen ist. Ich habe keine Ketten der Sünden mehr. Ich habe keinen Drang mehr. Ich habe jahrelang keine Drogen konsumiert. Weder Marihuana, noch Kokain, noch irgendwelche anderen Ketten der Sünden. Ich bin frei von den Sünden. Ich bin frei durch den Geist Gottes. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und dieser Vers ist real. Und er möchte dich frei machen. Er ist in mein Leben. Jesus lebt. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherwandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Halleluja! Seitdem ich Jesus nachfolge, bin ich im Licht. Ich bin kein perfekter Mensch, ich bin kein heiliger Mensch, aber ich weiß, Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab des Herrn Jesus ist leer. Das Grab Mohammeds ist verstaubt. Die Knochen Mohammeds verstauben, die Knochen von Buddha verstauben. Jesus lebt. Jesus ist Gott. Jesus ist real. Mein lieber Muslim, meine liebe Muslimin, mein lieber Atheist, Agnostiker, also Esoteriker, mein lieber Mensch, meine liebe Seele. Jesus kann dich auch freimachen von Depressionen, Suizidgedanken, von all deinen Problemen. Wie er sich mir offenbart hat. Und jetzt habe ich eine Frage. Ich habe dir jetzt mein Zeugnis ungefähr erzählt. Es ist ungefähr noch 50%. Es gibt noch viel krassere Sachen, die ich erzählen kann. Sachen, die sind wissenschaftlich nicht möglich. Sachen, die ich gehört und gesehen habe, die nicht möglich sind vor dem physischen Auge. Aber ich möchte das nicht öffentlich erzählen, denn die meisten würden mich für dumm erklären oder irgendwas würden mich erklären. Und darum, ich hab das bis jetzt nur 3 Leuten erzählt. Und sie müssen mir auch nicht glauben. Was ich gesehen habe, das habe ich mir gesehen. Und was ich gehört habe, das habe ich gehört. Jesus ist mein Zeuge. Die Menschen müssen mir nicht glauben. Aber Jesus ist mein Zeuge. Ne? Das erzähle ich jetzt nicht. Vielleicht eines Tages. Vielleicht werde ich einen YouTube-Kanal machen eines Tages. Und ich werde das dann erzählen, was ich gesehen und gehört habe eines Tages. Aber ich sage euch,
Möchtest du auch endlich frei werden? Möchtest du endlich den Heiligen Geist empfangen? Möchtest du endlich dein Leben den Herrn Jesus geben? Möchtest du endlich frei werden und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen? Wenn euch nun der Sohn befreit, so seid ihr wirklich frei. Bist du bereit? Es ist ein Abenteuer. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der ein wiedergeborener Christ ist, der sagt, Bruder, ich sage dir ehrlich, ich bereue das. Jeder ist glücklich im Heiligen Geist. Jeder spürt den Geist Gottes. Wenn ich die Bibel lese, spricht Gott in meinen Geist zu mir. Wenn ich die Bibel lese, sind das lebendige Worte. Wenn du Muslim bist, ja, deine Familienreligion, die von Anfang an dir gepredigt wurde, ist falsch. Es klingt hart, aber es ist falsch. Sie lügen dich an. Die Bibel sagt, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Möchtest du Christ werden? Möchtest du ein Nachfolger des wahren Christus sein? Dann lass mich für dich beten. Schreib deinen Namen oder ich will in den Kommentaren und lass mich für dich beten. Lass mich für dich beten. Wenn du frei werden möchtest und Kind Gottes werden möchtest, lass mich jetzt für dich beten. Und derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, derselbe Geist wird in dir wohnen. Ich will Sven, Halleluja. Danke, Leute, für die Geschenke, Gott segne. Danke. Danke auch an diejenigen, die ihr Leben den Herrn Jesus geben wollen. Ich will, Halleluja. Ich will. Jesus ist der Beste. Amen. Marco, Elena, Gott segne. Halleluja. Robby, ich will. Sophia, Gottes Segen. Nathan, Gott ist gut. Gott segne. Amen. Ich will bitte. Gott segne dich. Julian, Lorenzo, Gott segne. Mohammed, Omid, Gottes Segen. Drago, Lorena, Gott segne. Ich will, Halleluja, Gott segne. Aishel, meine lieben Muslime, bitte kommt zur Wahrheit. Sandra, Gott segne. Anastasia, Josef, Gott segne. Wunderschönes Zeugnis, Gott segne. Hamdi, Gott segne dich, Hamdi. Ich auch, Nina, Gott segne. Ich möchte einen Vers vorlesen. Ich will Edison, Helena, Gott segne. Nur Jesus ist das Licht der Welt. Amen, Halleluja. Daniel, Gott segne. Helena, Gott segne dich. Möge Gott dir deinen Weg vereinfachen. Gott segne dich, mein lieber Bruder. Bin aufbekehrt. Gott segne dich. Jesus' Liebe übersteigt alles. Halleluja. Gott segne euch alle. Möge der Vater und der Sohn durch den Geist Gottes euch alle retten und euch alle ewiges Leben schenken und eure Namen im Buch des Lebens stehen haben. Ich werde jetzt die Kommentare ausschalten. Alle, die ihre Namen reingeschrieben haben, alle, die ich will reingeschrieben haben, fühlt euch jetzt angesprochen. Ich möchte erst einen Vers vorlesen aus Matthäus 10 und dann aus Römer. Matthäus 10, Vers 32 und 33. Für die einen ist das jetzt ein Gericht, für die anderen ist das Hoffnung. Zwei Verse, Gericht und Hoffnung. Kinder Gottes Hoffnung, die Kinder des Antichristen, die weiterhin den Sohn Gottes leugnen, Gericht. Jeder Mensch nun, der sich zum Sohn Gottes bekennt, zu mir bekennt, vor den Menschen, zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ich bitte euch vom ganzen Herzen, alle, die jetzt meine Stimme hören, der Tag wird kommen, an dem wir alle sterben werden und ihr werdet keinen Allah sehen. Ihr werdet das Licht der Welt sehen. Jesus ist das Licht der Welt. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ihr werdet sehen, dass Jesus der Herr ist. Bitte gib dein Leben den Herrn Jesus. Über Millionen Zeugnisse, über Millionen Menschen, die Jesus in einer Vision oder in einer Nahe-Toderfahrung gesehen haben. Menschen, die gesehen haben, dass Jesus Gott ist. Muslime, iranische Muslime, syrische Muslime, saudi-arabische Muslime.
in den letzten 20 Jahren, die entweder übernatürlich den Herrn Jesus im Traum gesehen haben, eine Nahtoderfahrung gesehen haben oder noch übernatürliche Sachen gesehen haben. In meiner Gemeinde damals, in meiner Stadt, eine ganze iranische Gemeinde, die meisten haben den Islam verlassen. Weil sie haben gesehen, Jesus ist Gott. Oder ein Türke, der gestorben ist und dann wurde seine Seele zum Herrn Jesus Christus gebracht. Dann hat er gesehen. Und auf Türkisch hat er geredet. Und plötzlich sieht er vor sein Auge die Kreuzigung. Also Jesus zeigt in die Kreuzigung, die Auferstehung. Er erklärt die Bibel vor seinem Auge. Und plötzlich steht er auf. Sein Geist wird auf seinen Körper gelegt. Plötzlich erzählt er seinem türkischen Bruder, was er gesehen hat. Und plötzlich über 10 Personen haben sich getauft. Glaubst du, der Bruder hat seine Eltern angelogen? Anne, Baba, ich habe Jesu el-Messih gesehen. Isa ist Gott. Alle haben sich getauft. Ich wiederhole nochmal. Jeder Mensch, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, vor dem werde ich auch ihn verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und jetzt kommt Römer 10, Vers 9 bis 10, einer der wichtigsten Evangelistenverse. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott, der Vater, ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit den Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn, Jesus Christus, glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wir werden jetzt gemeinsam den Namen des Herrn anrufen. Jeder, der Jesus als sein Herrn und sein Erlöser und sein Gott annehmen möchte, der soll jetzt mitsprechen. Alle Muslime, öffnet eure, wirklich. Diese Entscheidung wird dein ganzes Leben verändern. Durch diese Entscheidung empfängst du ewiges Leben. Ich werde ein Vorgebet sprechen. Und wenn ich sage, spricht mir nach, könnt ihr mir gerne nachsprechen. Alle, die den Herrn Jesus annehmen möchten, alle Muslime, Atheisten, alle lauwarmen Christen, die nur Namenschristen sind, aber nicht nach dem Wort leben. Alle, die Buße tun möchten, alle, die den Namen des Herrn anrufen möchten und gerettet werden möchten, die sollen jetzt gleich mitbeten. So. Ich werde ein Vorgebet sprechen und dann könnt ihr gerne nachsprechen. Vater im Namen des Herrn Jesus Christus, heiliger Vater, ja, du kennst mich und ich kenne dich, ja, du weißt, dass ich jetzt nicht für mich bete, Vater. Ich bete, Herr, dass du wie, als du dich mir offenbart hast, Herr, und als du deinen Geist mir gegeben hast, Herr, und als du mich gerettet hast, Herr, ich bete, dass du dich ihnen, diejenigen, die sich jetzt dir anschließen und deine Kinder werden und dich annehmen werden, dass du ihnen die Offenbarung gibst, dass du sie rettest, Herr, dass du ihnen deinen Heiligen Geist schenkst, Herr, dass du dich ihnen offenbarst, Vater, in Jesus' Namen. Dass sie alle, jeder, der jetzt deinen Namen anruft, Herr Jesus Christus, alle, die Namen, deinen Namen anrufen, Herr, den Namen des Herrn anrufen, dass du sie rettest, Herr. Wie in der Schrift steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und ich bete, Vater, in Jesus' Namen, dass sie jetzt deinen Namen anrufen werden und ich deinen Namen anrufe und dass diese Menschen gerettet werden. Ob ein Muslim, ein Atheist oder ein lauwarmer Christ oder einer, der Buße tun möchte. Wir rufen jetzt deinen Namen an, Vater, in Jesus' Namen. Und ich bete, dass viele Menschen jetzt mitbeten. So, jeder, der den Namen des Herrn anrufen möchte, der soll jetzt mitbeten. Jeder, der den Herrn Jesus Christus annehmen möchte, der soll jetzt mitbeten. Jeder, der Buße tun möchte, der soll jetzt mitbeten. Heiliger Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, ich komme vor deinem Thron, so wie ich bin. Herr Jesus Christus, ich bekenne mich als einen Sünder. Ich bin ein Sünder, Herr, und möchte dich, Herr Jesus Christus, in mein Leben einladen. Ich möchte dich als meinen persönlichen Erretter und Erlöser annehmen. Sei mir, armen Sünder, gnädig, Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du der ewige Sohn Gottes bist. Dass du das Wort Gottes,
Gott manifestiert im Fleisch bist, dass du, Herr Jesus Christus, für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben bist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden bist. Wir wiederholen das nochmal. Heiliger Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, ich komme vor deinem Thron her, so wie ich bin, mit all meinen Sünden und allem, was ich habe. Herr Jesus Christus, ich bekenne mich als einen Sünder. Sei mir armen Sünder gnädig. Ich glaube, Herr Jesus Christus, dass du der ewige Sohn Gottes bist, dass du das Wort Gottes, Gott im Fleisch bist, dass du, Herr Jesus Christus, für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben bist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden bist. Durch dieses Bekenntnis, laut der Heiligen Schrift und laut dem Geist Gottes, der durch die Schrift spricht, bin ich gerettet. Schenke mir deinen Heiligen Geist, Herr Jesus Christus. Danke, dass du für alle meine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden gestorben und wahrhaftig auferstanden bist. Danke, dass ich gerettet bin, Herr Jesus Christus, und von nun an dein Kind bin und dir vertraue und mein Leben dir gebe. Heile mein Herz. Heile mein Unterbewusstsein. Heile meine Seele. Alles, was der Feind und wie der Feind mich angekettet hat in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, breche ich im Namen des Herrn Jesus Christus. Ein Kind Gottes. Danke, Herr Jesus, dass ich dein Kind bin. Erfülle mich und leite mich mit deinem Heiligen Geist. In Jesus Christus Namen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Jesus Christus. Amen, Amen. Halleluja. Halleluja. Du bist gerettet. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Miterbe des Christus. Dein Name ist im Buch des Lebens. Der Sohn Gottes wird das und vor den Augen aller heiligen Engeln bekennen. Du bist gerettet. Du bist ein Kind Gottes. Jesus liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist. Danke für die Geschenke, Leute. Danke, Drago. Danke an die anderen. Ich tue Likes, aber ich brauche sowieso Unterstützung zurzeit, denn zurzeit ist es auch schwer für mich, aber es wird in Zukunft hoffentlich besser werden. Ja. Aber ich bin dankbar dem Vater, dass so viele Menschen gebetet haben und dass so viele Menschen gerettet sind. Mir ist lieber, dass eine Seele gerettet wird. Ich würde meine Wohnung dafür hergeben und mein ganzes Leben dafür hergeben, wenn nur eine Seele gerettet wird. Jesus ist so gut. Er hat mich komplett geändert. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe keine Ketten der Sünden mehr. Ich habe keinen Drang mehr, für die Welt zu leben. Mein ganzer Körper kribbelt. Ich habe die ganze Zeit geweint, sagst du. Halleluja. Wie fühlt ihr euch nach diesem Gebet? Sag's mal. Wie fühlt ihr euch? Jesus macht frei. Halleluja. Halleluja. Frei, sehr gut. Halleluja. So leicht und frei. Halleluja. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn befreit, so seid ihr wirklich frei.
Ich fühle mich schuldig. Ja, so fühlt man sich, wenn man erkennt, was für ein Sünder wir eigentlich sind. Aber Jesus starb für alle deine Sünden am Kreuz. Er nahm deine Schuld auf sich. Und durch sein Werk am Kreuz, was er für dich getan hat, hast du das ewige Leben. Du bist freigesprochen durch den Sohn. Falls du dich taufen lassen möchtest, dann schreib mir auf Instagram, Alan Seelengewinner. Suchst du eine Gemeinde, dann schreib mir auf Instagram. Brauchst du eine Bibel, dann geh auf www.kostenlosebibel.de oder schreib mir auf Instagram. Suchst du Gemeinde, Alan Seelengewinner, möchtest du mit mir reden? Hast du den Islam verlassen? Hast du heute den Herrn Jesus Christus angenommen? Dann schreib mir auf Instagram. Alan Seelengewinner, Instagram. Ich werde kurz Serien, nee, nicht Serien, Abonnenten, nee, nicht Abonnenten, verbessern. Nee, ich kann das gerade nicht. Aber egal, ich habe sowieso eine Story gemacht. Kann man die auch hier schreiben? Ja, wenn es eine wichtige Frage ist, dann ja. Jesus liebt euch alle. Ich wünsche euch alle Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich werde jetzt offline gehen. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt oder irgendwas, dann schreibt mir auf Instagram, Alan Seelengewinner, oder ihr könnt mir auch hier schreiben, wenn es eine wichtige Frage ist. Ich wirklich bin so stolz auf jeden Menschen, der jetzt vorhin gebetet hat. So. Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, den die Welt gibt, gebe ich euch. Ja. Danke für alle, die gebetet haben. Danke für alle, die gerettet sind. Ich danke, Vater, in Jesus Namen für jede Menschenseele, die gebetet hat und die jetzt dein Kind ist, wirklich. Und falls ihr Fragen habt, wieder gesagt, Alan Seelengewinner, eine kostenlose Bibel, www.kostenlosebibel.de. Und ja, der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Ich bete kurz das Vater Unser und ein Gebet für euch. Ganz kurz, ihr könnt mit mir mitbeten, das Vater Unser. Könntest du die Schlachter gut verstehen? Ja, ich lese zurzeit und schon immer fast nur die Schlachter Bibel. Ihr könnt gerne mit mir das Vater Unser mitbeten und ich werde dann aus dem Heiligen Geist noch für euch beten. Wir beten, okay, ich werde die Kommentare kurz ausschalten, damit wir nicht gestört sind. So. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, in Jesus Christus Namen. Amen. Vater, in Jesus Namen, alle, die jetzt zu dir gebetet haben vorhin und alle, die deine Kinder sind, Herr, segne sie, Herr, leg deine schützende Hand auf sie, Herr, führe sie und leite sie mit deinem Heiligen Geist, Herr, alles, was der Feind an sie gekettet hat, das breche ich im Namen des Herrn Jesus Christus, alle Verträge in der unsichtbaren Welt, die der Feind mit sie oder sie mit dem Feind geschlossen haben, bete ich und breche ich im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich bete und spreche Segen aus und Autorität im Namen des Herrn Jesus Christus auf jede Menschenseele, die meine Stimme hört. Möge der Vater und der Sohn durch die Kraft und die Person des Heiligen Geistes euch alle freimachen und segnen und behüten im Namen des Herrn Jesus Christus. In Jesus Christus Namen. Amen. In Jesus Namen. Der Feind, der Teufel kann keine Macht haben gegen die Kinder Gottes. Wir haben Autorität gegenüber dem Feind. Wir sind Kinder des allerhöchsten Gottes. Der Feind kann gar nichts. Wir sind schon freigesprochen durch den Sohn.
Gelobt sei Jesus Christus, das Lamm Gottes, das für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Jeder wird den Vater und den Lamm anbeten. Er ist die Auferstehung und das Leben, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, der Wahrhaftige, der König Israels, der König der Könige und der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herren. Gelobt ist Christus Jesus. Er gab sein Leben für dich und nun lebe für ihn. Gott wurde Mensch in Christus und starb für dich am Kreuz. Von nun an lebe für ihn. Die Welt gibt dir nichts. So. Gottes Segen, meine Lieben. Halleluja. Halleluja. So, ich werde jetzt offline gehen. Ich wünsche euch alle Gottes Segen. Gottes Segen, meine Lieben. An alle Muslime: Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Ewige Hölle und Verdammnis für alle Menschenseelen, die den Sohn Gottes ablehnen und das Zeugnis des Vaters als Lüge betiteln. Ewiges Leben für die Gerechten. Ewige Verdammnis für die Ungerechten, die den Sohn Gottes abgelehnt haben. Ich wünsche euch alle Gottes Segen. Ich bete für euch, Muslime, jeden Tag. Ihr hasst und verfolgt mich und beleidigt mich. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus. Gottes Segen an jeden Menschen. Gottes Segen, Leute.